grundsätzlich CDU, der Rede wert. Deswegen, die CDU ist und war immer die Sicherheitspartei und wir werden daran arbeiten. Was sind die Herausforderungen für die nächsten 15 Jahre, vor denen wir in dem Bereich stehen? Sicher Leben, die Fachkommission Sicherheit mit Daniel Kaspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. An eurer Seite, so hieß eine CDU-Kampagne zum Thema Sicherheit und ich freue mich, heute Daniel Kaspari hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute natürlich auch über das Thema Sicherheit, denn Sie kommen gerade aus der konstituierenden Sitzung zur Fachkommission Sicherheit. Warum ist denn genau das Thema so wichtig? Als erstes gilt für uns als Union, Sicherheit ist Grundrecht und ohne Grundrechte und Grundfreiheiten funktioniert unser gesellschaftliches System nicht und deswegen die CDU ist und war immer die Sicherheitspartei und wir werden daran arbeiten, was sind die Herausforderungen für die nächsten 15 Jahre, vor denen wir in dem Bereich stehen. Konnten Sie denn heute schon einige dieser Herausforderungen herauskristallisieren? Ja, es geht um die Frage, wie schaffen wir es, unsere Polizeiarbeit zu verbessern und den Polizisten und all den Menschen im Bereich Sicherheit mehr Rückhalt zu geben. Welche Befugnisse müssen Polizei, Justiz, Gerichte bei uns in Deutschland künftig haben? Und wie schaffen wir es, dass die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass sie sicher leben können? Und genau das war immer Markenkern der CDU und wir wollen daran arbeiten, uns den nächsten Herausforderungen für die nächsten 15 Jahre zu stellen, damit die Bürgerinnen und Bürger auch in den nächsten Jahren sagen, wenn es um innere Sicherheit geht, dann ist die CDU die beste Wahl. Sie haben es schon selber gesagt, der Markenkern. Wir wollen ja mit dem neuen Grundsatzprogramm auch christdemokratische Antworten geben auf verschiedene Fragestellungen. Gibt es denn schon Alleinstellungsmerkmale im Bereich Sicherheit, die Ihnen so in den Sinn kommen? Ja, als allererstes ist die Frage ja schon, wie steht man denn unserer Polizei, unseren Sicherheitsorganen, Verfassungsschutz und anderem gegenüber? Und da erleben wir schon, dass wir als Union die einzigen sind, die immer Vertrauen in unsere Sicherheitsorgane haben, die nicht mit Misstrauen begegnen, die keine Kennzeichnungspflicht wollen, die nicht meinen, alles, was mit Polizei oder Sicherheitsorganen zu tun hat, ist eine potenzielle Gefahr, sondern nein, Garant für unsere Freiheit sind die Sicherheitsorgane, ist die Macht des Staates, auch Sicherheit garantieren zu können. Und deswegen, wir als Union stehen hinter unserer Polizei, wir stehen hinter unseren Sicherheitsorganen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu allen politischen Mitbewerbern im Land. Jetzt arbeiten Sie nicht alleine in der Fachkommission. Gott sei Dank, Sie haben sich noch Unterstützung geholt. Sie haben Experten dabei, Sie haben Politiker dabei, Sie haben aber auch Basismitglieder dabei. Wie sind denn Ihre Erwartungen an die Arbeit der Kommission? Ja, wir haben eine tolle Kommission, Sie haben es angesprochen, mit Vertretern aus allen politischen Ebenen, von der kommunalen Ebene über Land, Bund bis Europa. Wir haben Basismitglieder auch beteiligt und was mir ganz, ganz wichtig ist, wir haben bei uns in der CDU so viele kompetente Menschen, sei es drum, dass man ehrenamtlich engagiert ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es, dass man im technischen Hilfswerk organisiert ist, sei es, dass man bei der Polizei arbeitet. Wir haben die Verantwortlichen aus den Landtagen, aus den Landesregierungen, die ganz genau wissen, was macht Polizeiarbeit aus. Auf Bundesebene haben wir jahrelang ja den Innenminister in Deutschland gestellt, haben im Deutschen Bundestag viele pfiffige Kollegen und dann haben wir auch ein Interesse dran, zu schauen, welche Kompetenzen brauchen wir gegebenenfalls in der Europäischen Union, um einfach grenzübergreifend auch sicherzustellen, dass Sicherheit gilt. Denn beispielsweise organisierte Kriminalität, Schlepperbanden und andere, die machen ja nicht vor nationalen Grenzen Halt. Und deswegen, wir wollen uns von der kommunalen Ebene über Land, Bund bis Europa aufstellen und schauen, welche Ebene muss welche Aufgabe erledigen, damit dann wirklich die Menschen sich auch bei uns nicht nur sicher fühlen können, sondern auch wirklich in Sicherheit leben. Wir sehen und hören, es ist ein facettenreiches Thema. Ich hoffe, wir können in den nächsten Monaten dazu einfach ein kurzes Update machen, wie denn die Arbeit der Kommission verläuft. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Nun möchte ich von Ihnen aber noch wissen, mit welchen Werten sind Sie denn in die CDU eingetreten und vertreten Sie diese Werte auch heute noch? Ja, für mich war prägend die deutsche Wiedervereinigung und dann die Bundestagswahl 1990, die Helmut Kohl gewonnen hat. Aber was mich vor allem zur CDU gebracht hat, war, ich habe gemerkt auf der kommunalen Ebene, wenn man pfiffige Ideen hat, dann kann man sich einbringen und die Partei, der es wirklich um die Menschen vor Ort geht, um Eigenverantwortlichkeit geht und nicht darum geht, irgendwelche Ideologien überzustülpen oder das Land zu verändern, sondern wenn es einfach darum geht, für die Menschen da zu sein, da sind wir als Union damals am besten aufgestellt gewesen und ich bin überzeugt, da sind wir auch heute noch am besten aufgestellt und deswegen ist mir ganz wichtig, ich kann alle nur einladen, macht mit bei uns, sei es jetzt im Grundsatzprogrammprozess oder überhaupt in der Union.
Wir sind eine Mitmachpartei und gerade jetzt in der Opposition sollten wir auch die Gelegenheit nutzen, auf viele Bürgerinnen und Bürger zuzugehen und deutlich zu machen, wer mitmachen will, wer Deutschland, wer seine Heimat gestalten will, der ist genau bei uns richtig. Mitmachen, das sind schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich dann, dass wir uns in einigen Monaten wieder treffen. Dankeschön. Vielen Dank. Grundsätzlich CDU. Der Redewert. Mehr Infos rund um den Grundsatzprogrammprozess finden Sie auf www.grundsatzprogramm-cdu.de oder abonnieren Sie einfach unseren Kanal.